Hallo, ich bin Ulrich und heute geht's um den Konrad bzw. Franzis Adventskalender programmieren lernen. Und da machen wir jetzt endlich mal das erste Türchen auf. Heute ist zwar schon der 5. Dezember, aber ja, aber ich sag am Schluss nochmal zwei, drei persönliche Worte, was da eigentlich los ist, wieso ich hinterherhinke. Eins, seht, da ist Kästchen Nummer 1. Da ist Kästchen Nummer 1. Ein Zettel. Hallo, heute brauchst du den. Heute brauchst du den Lebkuchenhaus-Bastelbogen. Du findest ihn auf der Rückseite deines Adventskalenders. Lade dir außerdem das Handbuch unter ja herunter. Dort findest du alle Anweisungen. Viel Spaß. Ich bin platt. Ich bin wirklich platt. Bis da am ersten Tag dieses ganze Kästchen drin. Und die meinen, habe ich den Bastelbogen überhaupt noch? Den habe ich, glaube ich, lange entsorgt. Das hier ist das Dingen. So, und dieses Dings haben wir ja schon beim Tag 0 gemacht. Also ich bin wirklich platt. Vor allen Dingen, ich kann so viel schon mal sagen, das hatte ich ja schon im letzten Video gesagt, im Tag 0, werde ich nicht zusammenbauen. Was soll das? Ne? Da sind natürlich viele, mir ist klar, es sind viele, viele Teile hier in diesem Kalender drin. Das muss, ist, denke ich, logisch und plausibel. Die einzig nur dafür da sind von dem eigentlichen Mutterbrett, also von dem Board. Ja, um die LEDs von der Platine in dieses Häuschen hier zu buxieren. Dafür werden viele Cables da sein, aber... Ja, also ich sehe die Notwendigkeit nicht. Wie ihr hier seht, bin ich jetzt auf Windows. Wie ich das Ganze schneide, weiß ich noch nicht. Zwischen dem Aufmachen des Türchens und jetzt sind Stunden vergangen, weil es will einfach nicht buttern. Unter Linux funktioniert mBlock nicht. Egal, was ich mache, es will nicht buttern. Unter Windows funktioniert der Screen Recorder nicht. Egal, was ich mache. Ich hoffe jetzt mal, dass es jetzt halbwegs geht. Ja, darum läuft die Webcam hier mit. Die nimmt auch einen Ton auf, aber der ist mehr für mich, dass ich das dann mit der Q8 synchronisiert kriege. Da geht es mir jetzt im Wesentlichen drum. So, und jetzt können wir mal anfangen. Wir haben hier ein, zwei mBlock-Versionen mittlerweile auf. Es geht nicht anders. So, ja, nehmen wir mal erstmal die alte mBlock 3. Nicht speichern. So. Okay. So, was sollen wir hier jetzt machen? Habe ich auch gerade beim Unboxing erst einmal übersehen. So, und zwar hier oben haben wir diesen Kasten. Da können wir jetzt auf Ereignisse klicken. Und dann ziehen wir, wenn das jetzt klappt, den hier rüber. So. Dann brauchen wir eine Schleife. Nee, Bewegung gar nicht. Da müssen wir sein. Steuerung. Wiederhole 10 Mal und da machen wir eine 16 draus. Dann gehe 10 Mal hin und her. Moment, wo bin ich denn da jetzt? Bewegung da. Ja, gehe. Ja. So, was sollen wir dann machen? Dann sollen wir uns drehen. Drehe dich um 180 Grad. 180 Grad. So, dann sollen wir das Ganze jetzt hier wegnehmen und wiederhole fortlaufend. Wiederhole fortlaufend. So. Ja, und das ist es im Prinzip. So, und jetzt gucken wir mal, was passiert. Grüne Taste. Ja, genau so soll das aussehen. Stopp. Und jetzt kommt das Problem. Soweit kommen wir hier mit dem hier unten auch. Mit dem mBlock 5 kommen wir genauso weit. Das geht hier auch.
Sieht hier, ja, machen wir gleich. So, und jetzt kann ich hier Info, glaube ich, ja. Hier kann ich jetzt auf den klicken. Habt ihr das gesehen? So, und jetzt läuft das Ding hin und her. So, ja, okay. Stop. Wie sieht das Ganze jetzt hier aus? Dann muss mal gucken, wo muss ich denn überhaupt hin? Da. Datei neu. Nicht speichern. Was habe ich da schon wieder? Ich liebe Windows. Habe ich das schon gesagt? Jetzt habe ich den Dings zugemacht. Naja, gut, kriegen wir auch so hin. Ereignisse. Warum ist der jetzt nicht gelb hier? Muss ich das jetzt verstehen? Da. Ereignisse haben wir. Brauchen wir sonst noch was? Nee, dann brauchen wir Steuerung. Das wiederhole fortlaufend. Wiederhole 10 Mal. Und dann brauchen wir Bewegung. Haben wir dort. Gehe 10 Schritte. Und drehe dich um 180 Grad. So, da müssen wir jetzt eine 16 draus machen. Und da müssen wir eine 180 draus machen. So, dann gucken wir mal, was passiert. Ja, so soll das auch sein. Und jetzt kommt das Problem. Stop. Und hier kriege ich es jetzt nicht hin. Irgendwie exportieren, duplizieren kann ich das Ding, exportieren, löschen kann ich das Ding. Aber diesen Befehl hier, das kriege ich hier, schaffe ich nicht. Bei kriege ich die nicht mal übereinander? Nee. Moment, dann wir können sie vielleicht auch mal nebeneinander legen. Ah, ich habe eigentlich, glaube ich, den Eindruck, Einstein ist hier am Laufen, darum ist das Ding so rappelig. Eigentlich ist der Rechner nicht so langsam. Ja, und egal, was ich mache, rechte Maustaste, linkste Maustaste, geht nicht. Hintergrund, da kann man draufklicken, Figuren, Geräte, man kann hier schon eine ganze Menge hin und her klicken. Egal, wie ich es mache, diesen Dings finde ich nicht, wie ich das hier hin und her verschieben kann. Das muss auch irgendwie gehen. Ich nehme mal an, kann ich denn hier Richtung 90 Grad hat der da oben. Bin hier schon eine ganze Zeit am Rumexperimentieren. Ah, guck mal hier. Wie bin ich denn da jetzt hingekommen? Sensationell. So, also ich hoffe mal, dass der Screen Recorder jetzt funktioniert. Ich habe jetzt noch keine Ahnung, wie ich das Ganze irgendwie geschnitten kriege, weil ich ja die Inkompatibilität von Windows und Linux jetzt irgendwie unter einen Hut bringen muss. Müssen wir mal gucken. Aber das jetzt hinzukriegen, das waren Stunden. Von den Stunden habe ich auch viel Zeit jetzt darauf verplempert, zuerst mal erfolglos mBlock unter Linux zu installieren. Und dann, nachdem ich dann erkennen musste, es wird nichts, habe ich dann ja auch nochmal ein paar Stunden jetzt gebraucht, bis ich einen Screenrecorder gefunden habe. Gut, in diesem Sinne sage ich jetzt mal so Ade und dann kommt jetzt der Tag 2. Da kann ich schon mal vorgreifen, habe ich jetzt aktuell schon aufgemacht. Da war jetzt dieses Brett drin. Mal gucken, wie wir das dann jetzt gleich geflickt kriegen. Ich hoffe erstmal, dass der Screenrecorder hier funktioniert und dass das nicht wieder alles für die Katz war. Persönlich, es ist so, wir haben, wie gesagt, ich mache am 5. Dezember das erste Türchen auf. Grundsätzlich habe ich ja immer wieder gesagt, und das meine ich auch so, macht euch nicht zum Sklaven des Kalenders. Natürlich könnt ihr, wenn ihr wirklich am 1. Dezember das erste Türchen geöffnet habt, dann könnt ihr natürlich auch sofort, das ist jetzt langweilig, ne? Wer da jetzt das, es sei denn, ihr wollt wirklich dieses komische Ding da zusammenbauen. Kann man machen, ja. Aber die LEDs blinken am Schluss so oder so. gut, was haben wir noch? Corona.
In der ersten Corona-Phase, Anfang des Jahres, da bin ich auch arbeitstechnisch auf dem Zahnfleisch gegangen. All dieweil, wir haben da Samstage, Sonntage, teilweise Feiertage durchgearbeitet. 14 Tage am Stück durcharbeiten war überhaupt kein Thema. Das ist jetzt in der zweiten Phase, braucht man ja die Zeit zum Anstreichen, ist eigentlich im Moment ja nicht. In der zweiten Phase ist es jetzt so, auch da kostet Corona mich wieder Nerven. Nicht, weil die Leute da draußen so viel anstreichen, sondern einfach, weil ich weiß nicht, wie viele Leute die alle fehlen und das musst du natürlich irgendwo mitarbeiten. Ja, und das führt dann natürlich dazu. Ja, dazu kommt dann noch das Problem, ich mache das alles nur aus Hobby. Ich habe nichts zu verkaufen. Und als Hobby-YouTuber kann ich es mir halt auch mal leisten, den ganzen Monat gar kein Video zu machen. Hat es auch schon gegeben. Ich glaube, im Juni 2019, da habe ich den ganzen Monat kein einziges Video hochgeladen. Gut, das war der Tag 1. Dann kommt als nächstes, ihr werdet es nicht glauben, der Tag 2. In diesem Sinne, Ade.